Er haut gerne in die Saiten. Rockmusik ist für den Lehrer Carsten Scharf mehr als nur ein Hobby. Ich spiele seit meiner Jugend schon Gitarre. Musik ist mir total wichtig und insbesondere Rockmusik finde ich total toll. Und ich mache es auch in meiner Freizeit, genauso wie auch als Lehrer in der Schule. Im Indico Rockhotel hat der 46-Jährige aus Holzsee in Schleswig-Holstein seinen Urlaub gebucht. Wir geben Ihrem Urlaub einen Rhythmus, ist das Motto des Hotels auf Mallorca. Das Hotel war ganz, ganz toll. Also überall spielte Musik, oben auf der Dachterrasse ein DJ, unten im Keller Live-Musik, im Essensraum auch leichte Musik. Es passte perfekt. Wirklich was für Musikfans. Für eine Woche Mallorca, 4-Sterne-Hotel mit Halbpension inklusive Flug, hat er 844 Euro gezahlt. Doch als er nach seinem Urlaub die Kontoauszüge überprüft, staunt er nicht schlecht. Der Reisevermittler L-Tour hat ihm den Reisepreis von 844 Euro doppelt abgebucht. Ich wollte L-Tour auf den Fehler hinweisen und habe dort den Kundenservice angerufen. Daraufhin hatte man mir mitgeteilt, ich hätte zweimal gebucht. Und jetzt bleibe ich auf den Kosten sitzen und das ist ein wirklich dickes Ding. Warum sollte Carsten Scharf ein und dieselbe Reise zweimal buchen? Schließlich hat Carsten Scharf die Reise nur einmal gemacht. Er soll sie aber doppelt bezahlen. L-Tour bleibt dabei. Das ist ziemlich dreist. Markt mischt sich ein. Was ist genau geschehen? Carsten Scharf hat versucht, die Reise nach Mallorca online zu buchen, bei L-Tour. Doch kurz vor Abschluss der Buchung bricht die Verbindung zur Internetseite ab. Carsten Scharf versucht es noch einmal und wieder Abbruch. Es gab eine Fehlermeldung. Daraufhin habe ich den L-Tour-Kundenservice angerufen, darauf hingewiesen, meine Daten waren dort schon angekommen. Der L-Tour-Mitarbeiter hat dann die Daten nochmal neu angegeben, hat dabei einen Fehler gemacht und mich darauf hingewiesen, dass eine doppelte Bestätigung für eine weitere Reise käme und ich solle diese ignorieren. Hat der Mitarbeiter des Kundenservice von L-Tour vielleicht die Reise doppelt gebucht? Carsten Scharf weiß es nicht. L-Tour jedenfalls sieht die Schuld offenbar bei ihm. In einer Mail an ihn heißt es: Sind Sie sich absolut sicher, dass Sie nicht erneut versucht haben, die Buchung vom Vortag einzubuchen? Und weiter: Dieser Fall ist wirklich kurios. Kurios und ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich hatte ja die Reise am Vorabend telefonisch gebucht und nun soll ich sie ein zweites Mal auch online am nächsten Tag gebucht haben. Und jetzt ist es so, dass ich zweimal angeblich geflogen bin und ich jetzt auch zweimal dafür bezahlt habe. L-Tour sperrt sich da, das anzuerkennen. Warum nur? Das will ich vom Reisevermittler L-Tour wissen. Offenbar handelt es sich doch um einen Buchungsfehler. Ich recherchiere und finde in verschiedenen Reiseforen ähnliche Fälle. Da heißt es, Buchung mit Fehlermeldung abgebrochen, trotzdem Abbuchung. Oder Abbruch der Buchung ohne Hinweis, dass Buchung trotzdem stattgefunden hat. Offenbar kein Einzelfall. Ich will mich schlau machen und fahre zu einer Expertin der Verbraucherzentrale in Hamburg. Es ist ja so, dass L-Tour beweispflichtig ist dafür, dass die Buchung stattgefunden hat. Also der Verbraucher sollte da auf jeden Fall Nachweise fordern. Es ist ja ganz wichtig, dass L-Tour nachweist, dass dieser Button geklickt worden ist und die Buchung zustande gekommen ist. Wichtig: Wird eine Reise im Internet gebucht, gibt es kein Widerrufsrecht. Es kann dann nur noch storniert werden und das kostet. Es hängt alles ab von diesem Bestellbutton. Wenn da steht, kostenpflichtig buchen und ich drücke ihn, dann bin ich gebunden. Selbst wenn ich danach erst auf die Bezahlseite komme und meine Zahldaten eingebe und dieser Vorgang abbricht, das ist ja unabhängig, das spielt keine Rolle für den Bestellvorgang. Wichtig ist eben dieser Button, habe ich ihn gedrückt oder nicht, das ist die entscheidende Frage. Den Button hat Carsten Scharf nicht gedrückt. Soweit kam es gar nicht. Noch in Hamburg erhalte ich eine Mail. Nicht der Reisevermittler L-Tour antwortet mir, sondern der Reiseveranstalter TUI. Da heißt es, diese Buchung wurde von unserem System nicht als Doppelbuchung erkannt. Und weiter,
Beide von ihm abgeschlossenen Reiseverträge sind auch zustande gekommen. Merkwürdig. Wurde eine Reise vielleicht doch von dem Mitarbeiter am Telefon gebucht? Aber für Eltur und TUI scheint festzustehen, der Kunde hat den Fehler gemacht. Dennoch zeigen sich die Unternehmen kulant. Ich fahre nochmal zu Carsten Scharf. Hallo. Gute Nachrichten, Sie bekommen den gesamten Reisepreis von 844 Euro zurück. Das ist ganz toll. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Das war so eine kuriose Geschichte mit dem Internet und der Buchung der Reise. Und dass das jetzt noch geklappt hat, nach dem ganzen Hin und Her und dem Durcheinander, ganz toll. Carsten Scharf hat vorerst die Nase voll von Reisebuchungen per Internet. Seinen nächsten Urlaub bucht er im Reisebüro.